Moin moin ihr Lieben und willkommen zurück zu Uncharted 4. Heute sind wir wieder im Multiplayer unterwegs. Oh, als Bösewicht dieses Mal. Nehmen wir mal den Dean Ross. Ich erwarte eine Partnerschaft. Und wir sind auf der Map Fluss. Bei uns im Team sind aktuell nur 4 Leute mit uns. Ich hoffe, dass da noch ein 5. dazu stößt. Denn 20% Feuerkraft verlieren ist nicht so gut. Lieber 25% mehr haben. Und ja, wir kämpfen jetzt gegen die Guten. Also, wir machen die ordentlich fertig. Die haben zwei, die haben einen Drake. Ich glaube, der eine müsste ein Drake sein, der andere müsste Cutter sein, oder? Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich coole Sachen, die man sich anziehen kann hier online. Und es geht direkt los. Also, eine neue Map. Die hat man in der Beta noch nicht gesehen. Und wir haben dabei Wiederbelebungspakete. Oh, falsche Taste gedrückt. Stab von Ayamanko werde ich euch noch zeigen, wie der funktioniert. Und, na, da haben wir jemanden schon. Und wir haben eine goldene AK dabei, also... Ach komm. So, wiederbeleben bitte. Oh, danke Leute. Autsch. Ach, Mist, Mist, Mist. Okay, gut. Direkt mal der Anfang, der ein bisschen ungünstig beginnt. Aber die Typen mögen es auch echt mit Sprengstoff umzugehen, oder? Ich dachte, die Bösen würden eher Sprengstoff nutzen. Okay, gut, dann sind wir ein bisschen vorsichtiger. Da steht jemand jetzt nicht mehr AFK rum. Puh, knappe Kiste. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her. Jawohl, wiederbelebt. Sehr gut. Wiederbeleben hier was ganz, ganz Wichtiges. Die Abschüsse werden dem Gegner dann entsprechend nicht angerechnet. Dadurch ist es auch eigentlich gar nicht mal so schlimm, wenn man mal auf den Boden fällt. Also, zu Boden fällt. Denn dadurch... dass du wiederbelebt werden kannst, kann der Abschuss quasi verweigert werden. Ist sehr, sehr cool und bringt taktische Tiefe rein. Ah, ich komme hier nicht durch. Da ist jemand. Oh, wir helfen mal diesem Kollegen hier. Ja, dem geht's noch gut. Okay, schön. Sehr gut, kampfunfähig und direkt K.O. geschlagen. Na komm schon. Direkt auch ein Abschiedsgeschenk bekommen, sehr schön. Ey, cool, wir haben direkt nochmal einen Helfer. Insgesamt gefällt mir der Multiplayer richtig, richtig gut bei Uncharted 4. Bei den anderen Uncharted-Teilen, da hatte ich den Multiplayer eigentlich nie wahrgenommen, wirklich. Aber ich muss echt sagen, der ist schon richtig gut. Also, bisschen schade, dass ich die damals verpasst habe, die Multiplayer. Denn hier macht der mir ordentlich Spaß. Also, wirklich. Boah. Hat sehr, sehr coole Effekte, Sachen. Jawohl. Bam. Mit dem Tritt die ganze Chose beenden. Oh, Sully. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Kommt schon. Helft mir. Danke, Mann. Sehr schön. Puh, wiederbelebt worden. Also da sieht man auch, es kommt auf Teamplay an. Und der Stab von Ayamanko ist quasi ein Wallhack. Ihr seht quasi, wo der Gegner ist. So ein bisschen wie... so eine Aufklärungsdrohne. Und das funktioniert einfach prima. Und die Schätze darf man natürlich auch nicht missachten. Puh, sehr gut. Also, läuft bis jetzt richtig, richtig gut. Die sind unter Kontrolle.
Na, aufrüsten mal kurz. Ach Mist, die ist direkt gestorben. Oh oh. Boah, okay, gut. Okay, gut. Wenn die uns direkt mit der Granate killen wollen, kein Problem. Da haben wir Zeit, kurz mal in die Stats zu gucken. Und wir sehen, wir sind ganz vorne mit dabei. Schön. Vor allem in Sachen Wiederbelebung dürften wir gar nicht mal so schlecht unterwegs sein. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet, aber ich hoffe, dass es so ist. Na, Schatz, direkt mal 200 Dollar mitnehmen und weiter geht's. Oh, 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 oh. Ist unser Unmensch-Helfer eigentlich noch am Leben? Oh, da ist jemand. Da ist noch jemand. Und da ist noch jemand. Oh, und da sind jetzt drei oder vier. Eine beschissene Situation. Und schnell weg hier. Wir kommen noch weg, ich glaub's nicht. Auch das ist halt eine hammermäßige Sache. Das Movement. Unglaublich schnell und kampfunfähig. Bam, Alter. Ach du Kacke. Tut mir leid, Sullivan. Puh, ach du liebes bisschen, ey. Schön. Allgemein kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr online spielt, orientiert euch so ein bisschen am Team. Also immer, wo die sind, da solltet ihr auch sein. Dieser Tasten oder Tuston geht dann so ein bisschen den anderen Weg. Ach du liebes bisschen. Das ist halt sehr riskant. So, wir werden hier wiederbelebt, aber der Typ ist im Kreuzfeuer, hat gerade echte Probleme. Ja. Das kann auch einen Nachteil haben, wenn man sich am Team orientiert, dass man quasi komplett flankiert wird von allen Seiten, und zwar als gesamtes Team. Autsch. Und weg damit. Oh nein. Verdammte Scheiße. Ach, Mist, 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 Mist. Ja, danke, danke, danke. Zorn von Eldorado, schnell weg hier. Okay, sehr gut. Solche Einzelaktionen sollte man unterlassen, so alleine nach vorne rennen. Ist recht ungünstig. Puh, aber im Moment sieht das gut aus. Unser Team spielt hier richtig gut zusammen. Oh, 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 hallo. Ah, der Mistkerl. Wow, 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 wow. Die Unmenschhelfer sind aber auch ziemlich krass. Ach du liebes bisschen. Viel zu viele Leute. Ich geh weg. Ich bin weg hier. Keine Lust. Und unsere Teammitglieder gehen in eine andere Richtung als dort, wo die Gegner sind. Holen wir uns die China Lake? Ne, machen wir es mal so. Dann können wir ein bisschen Vision geben. Puh. Okay, ich bin weg. Wow, da unten war noch jemand. Autsch. Da hatten wir Glück, dass wir nicht direkt rüber gesprungen sind nochmal. Oh oh, vielleicht sollten wir hier auch erstmal weggehen. What the hell? Was habe ich das, was habe ich da denn bitte gemacht? Ah.
springen wir einfach die Klippe runter. Wenn wir direkt respawnen. Ach, Mann, 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 Mann. Also die Gegner, die können sich auch hier ganz gut verteidigen. Dadurch, dass die Dinge auch immer teurer werden, die kaufbaren Items, mit jedem Kauf, ist es so, der erste Kauf, der funktioniert noch recht, also der geht noch recht früh, aber... Hey, Mist, was war das denn? Der erste Kauf kommt noch recht früh, danach brauchst du schon eine Weile, bis du den nächsten Kauf starten kannst, also... Das ist schon ganz gut gebalanced im Online-Modus, uiuiui. Ach, Mist. Ah, das war wieder so eine überhastete Aktion, wie ich sie vorher angesprochen hatte. Okay, wir sollten uns vielleicht noch ein bisschen besser koordinieren, denn wir liegen jetzt mit 5 Kills zurück und die Gegner brauchen nur noch 8. Ungünstig. Wie kann ich hier loslassen? Ah, okay, gut. Ach komm, was war das denn bitte? Ein Kopfschuss. Ach, Mist. Na, kommt jemand hier rüber? Nein, wir werden hier alleine sterben. Die Gegner haben jetzt 6 Kills Vorsprung. Okay, schöne Sache. Hier kommt man. Lass los, du bist hinüber. Okay, sehr schön. Wir führen jetzt wieder. Okay, zur Sicherheit schon mal 1, 2 Wiederbelebungspakete werfen. Perfekt. Ah, shit. Er ist trotzdem gestorben. Keine Munition mehr für die AK. Und das ist der Sieg. Ich glaub's nicht. Meine Güte, ey. Da haben wir zwischendurch es nochmal schleifen lassen. So stark sah es auch nicht aus. Gut, wir haben sau viele Vorlagen. Wir haben 18 Vorlagen. Ja, aber insgesamt kann man da doch zufrieden mit sein. Also, starke Partie. Starke, starke Partie. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach das ein oder andere Mal noch wieder mit dem Uncharted Multiplayer. Ich werde da versuchen, so wie gesagt, 2-mal pro Woche oder so, dann ein bisschen was abzuliefern, was den Online-Modus betrifft. Ich zocke auch privat so ein bisschen und habe nicht immer entsprechend die Aufnahme parat, aber ich werde definitiv noch weiter aufnehmen. Also, danke fürs Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal.